17.000 Dinare haben wir gerade. Durch unsere Mission, die wir erfüllt haben. Nahrung haben wir 10, super. Bauen wir zwar den Markt für Jäger weiter aus. Tempel von Amani bauen wir aus. Die noch nicht. Ich muss danach auch wieder ein bisschen vorsichtiger werden. Kann ich mehr wild drauf losbauen. Das geht nicht, aber wir können wild drauf los rekrutieren. Wir haben ja hier drüben noch eine Armee, die weiter ausgebaut werden muss. So, dann wollen wir mal hier Leopardenkrieger 2 Stück holen. Den Rest machen wir mit Kaff. Ah, der eine passt nicht mehr rein. Aber das ist okay. So. Wie sieht es eigentlich um die Armee hier aus, was Erfahrung betrifft? Fehlen nur noch 19. Und hier? Da fehlt noch ein bisschen mehr. Gut, dann beenden wir mal erstmal die Runde wieder und... Ach, da ist so einer aufgestiegen. Wollen wir den mal machen hier? Der ist ja schon auf Bedrängen richtiges Biest dann, aber trotzdem. Das ist hart. Minus 15, plus minus... Ne, minus 10. Plus, oh, schon minus 20%, ey. Ein Fünftel. Das ist hart. Das macht eine Armee schon ziemlich unschädlich eigentlich. Das ist krass. Noch mehr römische Armeen. Ich brauche dringend bessere Flotten. Sonst wird es schwierig. Überall stand zu halten. Ich muss auch dringend irgendwo dort einen Schiffswerf weiter aufbauen. Also muss ich doch einen erweitern. Jetzt weiß ich aber Bescheid, wenigstens. Wie fahrt ihr eigentlich heute das Online-Battle? Würde mich mal interessieren. Was ich heute um 14 Uhr veröffentlicht habe. Chimera und Ikena gegen Boja und Kusch. War ja schon ganz lustig. So, Gauda ist endlich gestorben, das ist gut. Dann können wir uns jetzt einen neuen Streiter hier holen. Terrorausbildung, Attentat. Palm et Kensis. Oh ja, macht Demonstration, ist schon nicht schlecht. Mal rein, Fraktion tritt Krieg bei. Okay. Die greifen wir nächste Runde an. So. Brauchen wir mal einen besseren Schiffswerft. Hier bauen wir mal einen Handelsposten für Jäger. Und hier bauen wir mal einen Schrein von Armani. Noch nicht gesehen. Ah. Gibt's ja nicht. Oh, hier sind schon ganz ordentliche Einheiten mit dabei. Damit können wir schon arbeiten. So, jetzt brauche ich dringend eine Forschung, die es mir ermöglicht, da in der Richtung besser zu rekrutieren. Den kriege ich erst hier. Scheiße. Machen wir erstmal kurz die königliche Kaserne fertig. Dann haben wir sie wenigstens. So. Du kannst hier drüben mal ein bisschen dran trainieren. Hier erhöhen wir mal kurz die Zufriedenheit. Du bist aufgestiegen, super. Wirst du zum Spion? Auch noch nicht. Gibt's ja nicht. So, wir bereiten uns mal wieder vor, dann gegen die Syraken weiterzukämpfen. Perfekt. Schön vergiftet. Wie weit kommst du? Halb so weit wie üblich. Nächste Runde ist Dimidi dran. Das passt. Runde beenden. Scheiße, den habe ich vergessen gerade. Sehr, sehr viele Fullstacks bewegen sich da. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir so überhaupt gar nicht. Aber weil ich jetzt gepennt habe zu rekrutieren, werde ich jetzt meine Armee einfach nur schnell hochschicken.
Dubische Bogenschützenausbildung, da haben wir es. Krankheit, die Toilettentaucher. Ja, ist okay. Die Flotte bewegen wir schon mal weiter. So. Dann wollen wir mal dir weiter hier rüber marschieren. Du hast einen langen Weg vor dir. Wird nicht so einfach. Ich hoffe mal, er wird es definitiv nicht erreichen nächste Runde. Söldner, da gibt es hier keine. Gucken wir mal weitere Feuertopf, die Ehren rein. Ach, Mann. Jetzt können wir hier auch weiter ausbauen. Wollen wir einen Weinhändler und wir bauen hier mal eine Ringkampfarena und dann können wir jetzt die angreifen. Dann gehört uns die Provinz auch schon mal. So, niederreißen bitte. Ui, Pferdeausbilder, das ist geil. Und hier bauen wir mal auf Militär, weil hier kann nicht so schnell eingenommen werden, wenn wir dann von woanders angegriffen werden. Das ist praktisch. So. Okay, Forschung. Jetzt erstmal nach hier unten auf Flotte. Ich brauche dringend die Möglichkeit, weiteren Rekrutierungsplatz zu bekommen für meine Flotte, dass ich da mehr machen kann. Mich wenigstens ein bisschen schneller. Schick dich mal schnell nach hier drüben, bitte. So, du übst mal bitte weiter. Nee, du gehst weiter. So war es ja. Der Plan. Aber du kannst hier bleiben und du kannst mal hier drüben versuchen, die hier auszuschalten. Erstmal. Erfolgreich, super. Und ich schicke mich schon mal weiter, dass wir dann drüben gucken können, ob hier in Tingis irgendwas sich befindet. Und dann können wir auch gleich weiterziehen mit unseren Armeen. Und hier muss ich dann dringend eine neue aufbauen. Schwertkämpfer ist ja schon mal immerhin was. Wie viele Armeen kann ich denn jetzt eigentlich haben? Mische? Die Römer? Was meinst du jetzt damit? So, ich kann zwei Erlasse erlassen. Dann wollen wir hier drüben meinen Thapsus. Brauche ich nichts gerade. Wie sieht es denn finanziell verteilt aus? Libyen ist eine reiche Provinz. Äthiopien hat Zufriedenheit gemacht, nicht wahr? Ja, können wir hier mal hinweghauen. Oder? Nee, Steuersatz. Du nimmst hier ja keinen jetzt in Zukunft. Dann können wir hier drüben jetzt Steuerernte machen. Bei Tributeinzahlung. Ah, stimmt, das pusht ja hier nochmal ordentlich. Geil. Und hier drüben dasselbe Spiel nochmal. Kriegen wir ein bisschen mehr Kohle raus. Aus unseren beiden reichsten Provinzen. So, Runde beenden. Ah. So, jetzt wissen wir mal, wo der Angriff kommt von den Römern. Und jetzt wäre wahrscheinlich gleich auf Thapsus los. Ja, die Armee in Thapsus, würde ich sagen, ist gut gerüstet für den Fall. Das, was kommt. Also gegen eine Armee, ja, aber gegen zwei wird es schwierig. Deswegen hole ich auch gleich meine Flotte dazu und werde dann schon mal da reinhauen ein bisschen. Der Nicht-Angriffspakt bringt mir gar nichts, mein Freund. Da habe ich wirklich nichts von. Okay. Schneißt, Erlass erteilt. Regnet auch gleich mehr Geld, finde ich gut. 4.300, ey. Hat sich gelohnt, Leute. So, dann wollen wir mal. Gibt es keine Söldner? Dann hauen wir mal jetzt hier noch Verfolgungstrimolien rein. Flotte hier drüben muss auch noch weiter rekrutieren, eigentlich. Ein paar Geschosspentern und danach sollten wir leichtere Schiffe nehmen.
Entsteht jetzt gleich ein Streit zwischen Römerfans und Nicht-Römerfans? Uiuiui. So, Tingis ist ungeschützt, das ist geil. Heißt also, einer schnellen Kampagne ist nichts entgegenzusetzen. Wenn ich jetzt wieder Krieg erklären würde. Wir sind kein geduldiges Volk. Daher seid willkommen. Sprecht klare Worte. Okay, 6 Runden noch. Erst dann muss ich rein. Wie kann ich euch dienen? Ein Mann hat. So, wir werden euch mal noch hier drüben behalten, für den Fall. Super, du wirst besser. Perfekt. Jetzt komme ich noch weiter drauf und wir trainieren mit dir auch nochmal hier ein bisschen. Sie werden die Schatten zu fürchten. So, und nochmal. Die müssen wir noch schnell hochpushen, die Agenten, dass sie zumindest ein bisschen bessere Chancen haben. Gegen unsere Gegner dann, die gerade kommen. Was warst du? Machtdemonstration. Militärische Störung, Machtdemonstration ist Autorität. Also, wir haben mit denen auf Autorität pushen. Ui. Ich habe noch nie einen Kriegsherr auf Autorität gepusht. Machen wir das mal. Was hast du für ein Skill? Überfall. Drängen. Stimmt, du warst auf Bedrängen, auf generell auf List getrimmt. Aber ist okay. So, die kann ich jetzt nicht mehr aufleveln. Die sind jetzt zu teuer. Aber eine Menge geschafft. Meine Kaffee wird auch gleich besser. Das finde ich geil. So, beende mal die Runde. Praetor Wolf, darf ich fragen, um welche Nation es sich jetzt gerade handelt, in deiner Perspektive aus? Würde dich mal interessieren. Du hast gesagt, dein Volk wurde versklavt. Die Römer haben viele Völker versklavt. Wir werden Krieg führen. Ja, geil. Und die Dichter... Macht's mir jetzt noch leichter, jetzt kann ich ja gleich angreifen. Cool. Hohoho, was war das denn gerade? Invasionsstreitkraft geht an Land. Nee, tut sie nicht. Verschleiß. Nahrung haben wir noch genug. Super. Bauen wir mal den jetzt hier auf noch weiter. Sehr geil. Super. Und weg damit hier. Dann haben wir mal die erste Armee hier schon geschrumpft. So, dann können wir jetzt ein paar Feuertopfdieren dazu holen. Und was haben wir hier? Wir werden hier mal auf Marineschützen gehen. Lohnt sich, weil wir immer Bogenschützen dabei haben. Navigator. Dann rekrutieren wir mal wieder hier neue gleich. Versammeln. Ist hier schon mal gleich wieder nachgesorgt dafür. So, ach, da ist die Streitkraft. Wie ihr befehlt. So, dann greifen wir jetzt mal Iol an. Der sagt mir, ich habe schlechte Chancen. Das wage ich mal stark anzuzweifeln, aber wir können da noch tricksen. Und es war erfolgreich, geil. So, Propaganda. Dann schicken wir dich mal weiter. In Migdol haben wir nichts. Also alles, was hier in Tingis sich so tummelt, wird dann auch aus Tingis kommen. Aus der Gegend oder aus Gadera. Alles ist okay. Gut. Wie sieht's mit der Armee aus? Der Verstärkungsarmee? Wo ist die gerade? Die ist noch hier hinten. Aber kommt langsam voran. So, jetzt müssen wir hier die Flotte noch aufbauen. Wieso habe ich hier eigentlich schlechtere Schiffe teilweise als hier? Würde mich mal interessieren.
Naja, gut. Aber nach hier schicken bitte, dann fangen wir jetzt an. Bauen mal ein paar Triäen. Ja, natürlich sind Fullstacks mein Lieblingsfutter. Gut, wenn die nächste Seeschlacht kommt, kann ich sie ja mal machen. Aber Seeschlachten sind bei mir immer sehr verlustreich. Das ist der Grund, warum ich sie eigentlich nur ungern mache. Also gerade wenn ich gegen Armeen kämpfen muss, ist das immer sehr verlustreich. Weil sich dafür am besten Artillerieschiffe sogar anbieten als normale Schiffe. Aber die normalen Schiffe werden besser berechnet auf Seeschlachten. Das ist ganz geil dann. Naja. So, die Schlacht von Iol. Muss ich eigentlich mit meinen Fernkämpfern rein und alles abräumen. Es ist gar nicht. Und die Stadt bietet sich sogar dafür an, ist ja geil. Können wir die Arti nach hier positionieren, das geht schon ganz gut. Unsere Leopardenkrieger wieder dahinter dann am besten diesmal. Kraftbaum hier auch hin. Euch nach hier. Euch nach da. Und die Stammeskrieger dann dahinter. Und dann können wir da auch gleich los. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ne, haben wir nicht. Dann wollen wir mal vorwärts marschieren. Moin, Arthyschibald. Oh, er kommt raus. Gut. Dann muss ich da jetzt schon Druck machen hier. So. Mal vorwärts marschieren, bitte. Los, Bogenschützen rennt. Ist ja gleich in Reichweite. Die ersten Pfeile fliegen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, automatische Geschoss bitte ausmachen. Angreifen. Schicken wir euch mal vorwärts hier bitte. Könnt ihr mal auf die obliten Bürgerwehr schießen bitte. So, und einmal wieder vorwärts marschieren. Ne, auf die Piken hier mit drauf. Wäre geiler. Na. Einmal hier rauf schießen, bitte. Ja, die Piken. Oh, da kommt jetzt ein Schuss, aber. Ein Stück zurück. So, wir haben noch Kaffee hier drüben. Und der Jen ist gleich weg. Sehr geil. So, vorwärts. Perfekt. Und einmal hier bitte vorwärts mit euch. Nicht zurück. Hier machen wir Schildball an. Du kommst hier hin. Kannst wieder raufgehen. So, dann machen wir jetzt hier einen Stopp bitte. Und vorwärts hier. Sehr geil. Die sind besiegt. Dann können wir jetzt hier die Kaff raufjagen. Mensch, das geht da gerade richtig locker hier aus dem Handgelenk. Schicken wir euch hier gleich rein, da kommen uns jetzt Leinpanzer-Schwertkämpfer entgegen, okay. Schicken wir euch mal nach hier bitte, und auch die drei davor. Und von der 1 schicken wir mal euch drei da nach hier bitte, und euch halten wir erstmal ein bisschen zurück. Der Gen kann nach hier kommen. Super, die Fernkämpfer sind abgeräumt, oh, da kommen noch mehr Leinpanzer. Schicken wir euch mal nach hier. Du bist schon direkt in Charge, bitte. Ihr zieht mir hier an der Außenseite vorbei. Ist okay. Den Gen schicken wir nach hier. Auf hier mit euch. Du rennst mal hier lang, bitte. So, jetzt jagen wir euch hier an der Seite mal durch gleich. So, jetzt machen wir hier dicht. Die Kaffee ist durch. So, schaffst du hier drüben bitte mal die die Speerträger. Ich halte mir bereit. So, und die rennt jetzt mal hier durch. Sehr geil. Schild war ja schnell anschmeißen. So. Einmal hier lang bitte. Du kannst schön raufgehen. Automatischen Beschuss bitte aus. Und ich stelle euch jetzt mal nach hier. Die schmeißen auch fleißig ihre Pia, das läuft doch.
Oh ja, die Leinpanzer frecken jetzt richtig hart gerade. So, rauf hier mit euch. Motivieren wir den nochmal kurz und du kannst jetzt hier schon mal raufgehen. Perfekt. Der ist gleich weg. Super. Und ein Stück zurück. Schicken wir euch jetzt hier rein. Sehr geil. Die Schotelkrieger sind jetzt auch da. Dann stellen wir die mal hier hinter, bitte. Könnt ihr ein paar Schwere schmeißen. Finde ich gut. Dann ist der Kampf gleich gewonnen, Leute. Sehr gut. Ja, Schildball könnte ausstellen. Geht schon so. Oh yeah, das war schönes Gemetzel. Ja, Gefecht beenden. Ich muss hier nicht weiter schlachten. Keine Verluste, sehr geil. Ui. Was nicht alles gibt. Sklaven in Mauretanien, auch nicht schlecht. Gibt bestimmt heute noch genug Sklaven irgendwo im Nahen Osten oder auch in weit Südostasien, auch gut dort in der Gegend oder China. Kann ich mir gut vorstellen. Sklaven sind eigentlich ein ziemlich allgegenwärtiges Phänomen. Auch in Amerika gibt es ganz viele Sklaven. Ich meine jetzt nicht USA, ja, ich meine generell Amerika, ja, also Nord und Süd. So, Iol gehört uns. Eine weitere Stadt für unser Reich. Ah, ja, nice. Sehr gut. Wie weit kommt der hier eigentlich? Gar nicht, cool. Plus 4 Hingabe. Deswegen. Kritische militärische Störung, deswegen kommt da 4 Hingabe. Auch geil. Gut, wir haben jetzt Holz, Leute. Ah, dafür reicht die Kohle nicht mehr. Wir können hier erstmal Infanteriezelte bauen. Kriegen wir schon Kuschit. Kann ich nicht. Scheiße. Doch, kann ich schon. Bauen wir erstmal den hier. Können wir nächstes Mal noch was anderes noch reinhauen hier in die Reihe. So, der kommt schon weit. Aber nicht weit genug. Jetzt müssen wir irgendwo im Bau wieder abbrechen. Machen wir erstmal den hier nicht. So, wer ist denn hier der Beste von den allen? Du bist der Beste hier. Gescheitert, scheiße. Hier werden wir mal bedrängen. Erfolgreich, super. Und halb so weit, super. Oh, minus 30% Schüsse pro Minute. Minus 40% Nahkampfangriff für alle Einheiten. Minus 40% Nahkampfabwehr für alle Einheiten. Ey. Oh. Das ist hart. Die Moral ist, glaube ich, auch gesenkt worden, oder? Nee, ist er nicht. Das ist der Gewaltmarsch. Ach du Scheiße. Wie kann ich euch dienen? Das ist schon hart. So, nochmal schnell aufleveln hier. Den Fuzzi. So. Erfolgreich, super. Ja, geil. Ja, geil. So, die Landratten sind dann auch bald da. Wie sieht es mit der Flotte hier hinten eigentlich aus? Rekrutiert noch fleißig? Gut. Dann können wir mal die Runde beenden hier. Oh, das ist, läuft ja super. Ehrlich gesagt. Oh. Die zweite Flotte ist auch an Land gegangen. Oh, jetzt sind die auch nochmal Körner. Da kommt schon die dritte Armee. Das tut so weh. Wenn man da zuschauen muss. Ist schon hart. Naja. Ich biete euch Frieden an, wie ich einem Ertrinkenden ein. Ich nehme Frieden wieder an. Ich habe dadurch wieder Entspannung im Westen, was geil ist. Die haben mir eine Runde vorher den Krieg erklärt und. Ich will doch nur ein Bündnis. Ich habe ja nicht nach einer Hochzeit gefragt. Jetzt wollen sie schon wieder Frieden, ey. Das sind ja auch ein paar People. So. Das war schon geil gerade. Schon wieder die ganzen Rebellen hier. Guck mich das an.
Je größer eure Herrschaftsgebiete werden, desto größer auch der Bedarf, eure Schatzkammer zu füllen. Welches der zahlreichen lukrativen Unterfangen, die euch zur Auswahl stehen, scheint das profitabelste zu sein? Blühender Handel. Gleich wieder 500 mehr gemacht. Geil. Arabische Rebellen. Auch geil, was sie verzapft haben wieder. Gut. Okay, hier können wir noch schnell neue Einheiten auf einrüsten, also einziehen. Mal Feuertopf-Dieren hier mit rein. Zu dienen ist eine Ehre. Zwei Armeen haben wir hier. Flotte bereit. Kurs beibehalten. So. Hier rankommen tut er nicht. Gut so. Kann ich dich nach Karthago schicken und mit dir hier lang marschieren? Dann können wir da schon mal entgegenkommen. So, wo ist mein Spion hier eigentlich hinten? Bist du schon auf dem Rückweg? Ja, bist du. Sehr gut, mein Agent ist immer noch da. Oh, eine Zerstörungsdrohung. Schade. Nichts draus geworden. So, wir stellen uns nach hier, gehen in Hinterhaltsposition und wollen schon mal loslegen. Oh, ich wüsste, was das jetzt hier für einer war. Wer kann denn hier was? Du bist der mit der Autorität. Gut. Dann gehst du jetzt hier mal. Machtsdemonstration. 90. Geil. Sieht es denn hier aus? Was ist denn seine Stärke? Auf jeden Fall nicht. List. Dann wollen wir mal rauf hier. Ich wohne in Berlin. Moin, Raphael. Halb so weit wie üblich. Super. Den schicken wir jetzt hier rauf, bitte. Machen wir eine Machtdemonstration. Super cool. Kann ich den gleich weiter pushen hier? Ausführungskosten sinken weiter. Weise Frau. Bedrängen machen wir auch mal. Oh, verwundet, schade. Aber immerhin. Kann sich gar nicht bewegen. Geil. Geil, geil, geil. Machen wir nächste Runde gleich nochmal. So. Wie sieht's denn mit der Armee aus? Die ist hier hinten noch. Schicken wir euch mal weiter. So, jetzt können wir hier auch ausbauen. Nochmal Stelle für Pferde. Wir haben Pferdestufe 2 dann rausholen. Apropos. Pferde der Stufe 1. Die müsste dann mehr Geschwindigkeit haben, oder? War das nicht so? Gefechtsgeschwindigkeit? Ja, werden schneller. Okay, dann wollen wir die Runde beenden. Mehr Baumöglichkeiten als bei Attila? Das weiß ich gar nicht. So, Leute, wir haben eine schöne Schlacht wieder gegen die Römer. Ich überlege jetzt, ob ich die wirklich selber schlagen soll, aber eigentlich ja. Die hat jetzt sogar weniger Kraft als letztes Mal. Naja, dann wollen wir mal. Machen wir die mal fertig. Die Artillerie von mir ist jetzt gerade nicht sonderbar hilfreich, aber trotzdem. Wir können die Armee jetzt mal Legio Italica komplett vernichten. Immerhin, die Römer werden bei euch dann endgültig ausgelöscht. Finde ich gut. Ohoho. Sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So, Armee.
Ist das nochmal die Leopardenkrieger, glaube ich mal. Ich muss von hier